Hallo zum fünften Teil meiner Entity Framework Webcast-Serie. Am Anfang nochmal den Hinweis kurz, man darf mich gerne über die üblichen Kanäle wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn etc. anschreiben. Auf meiner Seite uliarmbruster.de sind die ganzen Profile verlinkt. Mein GitHub-Profil findet ihr dort auch, da hinterlege ich ja den Code fürs Entity Framework. Ja, Stand war der, dass wir einen eigenen Kontext geschrieben haben. Und in diesem Webcast möchte ich jetzt zeigen, wie man mehrere Datenbanken einbindet und die dann aus dem Client verwendet, ohne dass der Client explizit sagen muss, gib mir mal die oder also eine Unit of Work für diese oder diese Datenbank. Das möchten wir heute erreichen. Also für Leute, die eben mehrere Datenbanken verwenden, ist das eine Möglichkeit. Gut, ich habe kleine Änderungen vorgenommen im Vergleich zu der letzten Vierer-Version. Und zwar gab es einen Bug in der Context Factory. Da habe ich im String noch vergessen, was zu ersetzen. Das schauen wir uns später an. Und ich habe bereits die neue Datenbank eingebunden und dafür auch einen neuen Kontext angelegt. Im Prinzip könnt ihr euch dazu einfach nochmal kurz Webcast 1 anschauen, wie ich die Datenbank eingebunden habe und dann den DB-Kontext erzeugt habe und dann eben im letzten Teil schon gesehen, wie man den eigenen Kontext generiert. Also sprich, ich habe das übersprungen, was ich eh schon in einem vorherigen Webcast gezeigt habe. In der Historie seht ihr hier auch, dass ich einen Check-in gemacht habe als Ausgangsstand für den fünften Webcast. Also wenn ihr den euch zieht, habt ihr die Änderung schon mit drin. Ihr könnt es aber auch selber noch einfach mal nochmal nachbauen. Ja, was machen wir jetzt? Wir bauen zuerst im Client eine weitere Abfrage ein, die eben auf die andere Datenbank losgeht. In unserem Fall verwenden wir die Northwind-Datenbank. Das kopiere ich ganz kurz. Und zwar sieht das Ganze so aus. Und hier fehlt noch die Referenz auf die neue Domain. So, binden wir die ein. Link brauchen wir noch. Und das sieht gut aus. So, also wir sehen hier, der Aufruf oder die Verwendung der Unit of Work ist im Prinzip die gleiche wie hier oben, in der wir auf die Adventure Works Datenbank gehen. Ich resolve mir einfach eine iUnit of Work. Ich habe jetzt hier keine Query verwendet, hätte ich auch machen können. Ich gehe jetzt einfach hier über dieses, im Untergrund ist das eigentlich ein DBSet, und sage, gib mir einfach mal den ersten Employee zurück. Employee existiert nur im Kontext der Northwind-Datenbank, wie wir hier sehen. Hier ist dieser Employee. Und da hole ich mir einfach den ersten und gebe den Vor- und den Nachnamen aus. So, das kann jetzt natürlich noch nicht funktionieren, weil unser Unit of Work dafür nicht gemacht ist, zu entscheiden, welche Domain im Untergrund liegt, beziehungsweise welches Model und welche Datenbank verwendet werden muss. Also gehen wir in unserer Unit of Work. So, und hier haben wir bisher immer dieses GetContext und das passen wir uns jetzt an. Die Methode ist momentan noch nicht generisch, obwohl unsere Add, Remove, Entities etc. alles schon generisch ist. Deswegen können wir hier jetzt ganz einfach darauf wechseln. So, jetzt schmeißt es natürlich dementsprechend Fehler, aber ich würde jetzt als erstes die Context Factory anpassen. So, weil die Context Factory an sich ist noch nicht generisch und die Context Factory ist ja dafür zuständig, uns den entsprechenden Kontext aufzulösen bzw. zu erzeugen. Also schauen wir erstmal da rein. Ja, da müssen wir ganz offensichtlich eine Interface-Anpassung durchführen. Und zwar das hier. Und das hier. So, und das hier dürfen wir jetzt natürlich nicht mehr machen.
Hier ist jetzt davon abhängig, welche Entity quasi angefragt wird. Und abhängig davon muss der Kontext aufgelöst werden. Wie machen wir das? Wir lassen uns hier jetzt den Container reinreichen. Das kann man später noch anders machen. Ich mache jetzt mal möglichst die einfachste Variante, weil es doch schon ein bisschen komplexer ist. Lassen wir uns den reinreichen. Das hier fliegt raus. Kurze Anmerkung. Der Container an sich, also weil auch diese Context Factory durch den Container aufgelöst wird und selbst wiederum einen Container benötigt. Dafür gibt es einen kleinen Trick, und zwar registriert man den Container selbst in sich. Weil out of the box ist das nicht der Fall. Da habe ich auf meinem Blog-Eintrag, habe ich da mal diese kleine Codezeile veröffentlicht, wie man eben den Container selbst in sich registriert. So, korrekterweise müsste ich hier jetzt zurückgeben, container.resolve, das ist ein db-Kontext, und hier müsste ich jetzt angeben, wie der Kontext heißt. Vielleicht einen Schritt voraus, bevor man das über den Container macht, wir könnten hier jetzt hergehen und auch über Reflection, entsprechend das Objekt erzeugen. Also wir könnten jetzt hergehen. Context Name ist gleich. Ich mache jetzt einfach mal eine Methode. So. So, unser Model Name entspricht dem Entity, Entschuldigung. So, dann brauchen wir den Namespace. Ich erläutere es gleich. Und hier ersetzen wir also hier haben wir auch wieder diese Konvention. Deswegen sage ich in jedem Webcast, es ist wichtig, eben diese Konvention sich festzulegen, ob ihr die gleich nehmt wie ich. Das sei dahingestellt. Wichtig ist nur, dass ihr eben das ganze konventionsgetrieben implementiert. So, T, ein Beispiel, was T sein könnte, es wäre jetzt Northwind.employee und, oder besser gesagt, im Prinzip der komplette Namensraum, ua.domain.northwind. Und jetzt die Entity, also Employee in unserem Fall. Das heißt, ich hole mir erstmal den Namespace, das wäre konkret jetzt ua.domain.northwind. Und jetzt ersetze ich das hier durch das hier, was unserem Projekt hier entspricht, weil ich baue alle meine Domains genau so auf, dass sie eben mit ua.domain. anfangen und dann bekommen die den Namen vom Model, allerdings ohne Model im Namen. So, und beim Kontext ist es so, der Kontext heißt ja genau wie unser Model, nur ohne das Model und dafür DB-Kontext. Von daher ist das eigentlich ganz korrekt, das ist nicht Model-Name, das ist im Prinzip Database-Name. Benennen wir das vielleicht doch um. Database-Name. Und hier DB-Kontext. So. Database Name. So, und das geben wir zurück. Ja, also wir haben jetzt hier quasi uar.persistence.orm.northwind. DB-Kontext. Context Name. Haben wir den zurück. Und was wir jetzt machen, jetzt könnten wir hier sowas machen wie activator.create und so weiter und so fort. Alles nicht so mal nach meinem Geschmack. Ich habe gesagt, ich löse mir das über den Container auf.
Ich mache hier also eine manuelle Auflösung. Da müssen wir später, deshalb mache ich den Webcast noch nicht, aber dran denken, weil wir schon in einen Speicherleck reinlaufen. So, und jetzt sage ich einfach nur noch Return, zack, und gebe hier den Context Name an. Ja. So, was muss ich jetzt natürlich machen? Ich muss jetzt hergehen und meine unterschiedlichen Kontexte in der im IOC-Container registrieren. Das ist schnell gemacht, und zwar kopiere ich mir das, füge das hier kurz ein. Wie man hier sieht, dadurch, dass ich gar kein Interface für den Kontext habe, es gibt übrigens kein Interface für DP-Kontext, was Microsoft out of the box zur Verfügung stellt, also wenn, dann müsst ihr das selbst kapseln. Brauchen wir aber in dem Fall gar nicht, also wir registrieren einfach die Komponente. Und per Default ist es so, dass die Komponente, wenn man sie so registriert, also ich habe jetzt kein Implemented By, sondern einfach nur For, dann wird eben die gleiche Komponente zur Registrierung verwendet. Und der Name entspricht dem kompletten Qualifier. Das heißt, es ist dann registriert unter ura.persistence.orm.adventureworks.db-Kontext. Also genau das, was wir jetzt in unseren Konventionen generiert haben, unter dem ist es dann auch automatisch registriert. Ich könnte jetzt aber auch von Hand noch named und sagen, okay, ich möchte den und den Namen. Das kann man machen, wie man lustig ist. Wichtig ist, muss dann natürlich am Schluss halt mit der Konvention zusammenlaufen. So. Damit haben wir unsere zwei Datenbanken im Container registriert. Wenn weitere Datenbanken hinzukommen, macht man einfach nur einen weiteren Eintrag, beziehungsweise wenn man nicht gegen das Open-Close-Prinzip verstoßen will, dann macht man einfach einen neuen Installer und registriert das darin. So, nochmal kurz zurück zur Context Factory. Damit ist die Context Factory an und für sich frei. Jetzt ist dieses Database Config wird nicht mehr benötigt, weil jetzt unser Container die Auflösung des Kontexts macht und der reicht dann automatisch die Database-Config mit rein. Also können wir das rauslöschen. Ich habe gestern auch mal erwähnt, dass man im Prinzip alles internal machen kann. Das will ich jetzt gerade schnell mal hier umstellen. Jetzt stellen wir alles auf internal. Internal. Das ist schon internal. Das hier machen wir noch internal. Und gestern haben wir hier noch eine unnötige Referenz. Also mit gestern meine ich immer den vorherigen Webcast, den habe ich jetzt zufällig halt gestern gemacht. Und damit hätten wir alles auf internal. So, müssen wir zurück zu unserer Unit of Work. Da habe ich vorhin hier einen Fehler gemacht. Das muss natürlich hier hin. Und dann sollte das auch so stimmen. Hier mache ich jetzt im Commit eben kein Get or Create mehr. Hier machen wir das jetzt wie folgt. Quatsch. Hier machen wir jetzt nur noch die Validierung, weil im Commit weiß man nicht, welcher Kontext verwendet wurde. Das sollte auch da schon zu spät sein, weil man muss ja schon irgendwann auf den Kontext zugegriffen haben, bevor man einen Commit macht. Oder sollte, schon frage ich mich, warum da ein Commit gemacht wird. Da wäre dann also schon früher nach einem Fehler zu suchen. Und deswegen gehen wir hier davon aus, dass es den Kontext gibt und wir einfach nur noch Save Changes machen. Das heißt, der richtige, auf dem richtigen Kontext wird automatisch das Save Changes gemacht. Allerdings mache ich jetzt eines noch, Validate Context. Und hier machen wir if Context Occasion Exception, könnte man jetzt was eintragen, vielleicht Context doesn't exist. Und schauen wir mal, wo wir noch einen Bildfehler haben. Wahrscheinlich bei dem Connection, genau. Ich gehe jetzt einfach mal her und ersetze das Ganze. So, damit werden die ganzen Geschichten behoben. Jetzt gibt es noch hier unten Fehler. Bei der Connection, da gilt es gleich in grün. Da machen wir nur noch einen Validate-Kontext und dann passt das. So, gucken wir mal, ob das Ganze kompiliert.
Sieht gut aus. Wir müssen noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar hätten wir jetzt das Problem, wenn auf der... Oder machen wir erstmal weiter. Wir machen erstmal schnell an dem Installer weiter. I-Configure Database, das kann Singleton bleiben. Ich mache das jetzt Ganze mal Transient. Genauso wie die Unit of Work, die soll jedes Mal eine neue zurückgeben. Das ist übrigens der Ansatzpunkt für die spätere Architektur, wenn man beispielsweise in Dialogen arbeitet. Normalerweise sollte pro Dialog, also sprich pro Arbeitsprozess, kann man eigentlich sagen, eine eigene Unit of Work und dementsprechend auch ein eigener Kontext verwendet werden. Und sobald der Dialog geschlossen wird, sollte auch der Kontext wieder verworfen werden. Das heißt, man hat relativ kurze Lebenszyklen von den Datenkontexten. Das ist eigentlich so die ideale Geschichte. Da wird man dann aber auf Probleme stoßen, wenn weitere Komponenten, die man notwendigerweise ja in seinem Dialog oder in seinem Arbeitsprozess benötigt, braucht, da wäre dann die Lösung, einen Scope einzurichten. Kommen wir alle später dazu. Nur mal kurz den Hinweis, hier wäre der Ansatzpunkt, was man später dann den Lebenszyklus anpassen muss. So, auch die Context Factory, wir machen jetzt einfach mal Transient. Und hier wird auch jedes Mal ein eigener Kontext zurückgeliefert. Wie gesagt, an den ganzen, an die ganze Lebenszeit kommen wir später noch. So, im Prinzip könnten wir jetzt mal schon versuchen, es laufen zu lassen. So, dann gucken wir mal, was hier jetzt passiert. Genau. Das war jetzt, was ich meinte, mit dass ich einen Bug in der letzten Version hatte. Und zwar liegt das an Database Configuration. Also das war jetzt meine Konvention. Ich hoffe mal nicht, dass ihr die übernehmt, weil hier steht auch fest die Datenbank drin. Und der Datenbankserver, der verwendet werden soll. Ich hatte hier jetzt einen kleinen Fehler, und zwar wird hier eben noch die Datenbank angegeben. Und die habe ich vergessen. Jetzt mache ich ja gerade mal 1. Korrigieren wir das. Database Name. So, String. Wie machen wir eine Variable? Beziehungsweise machen wir es so. Apply Database Naming Convention. Und da übergeben wir den Model Name. Und per Konvention. Ist das einfach, also die Datenbank heißt immer wie das Model, nur ohne Model im Namen. Ja. Also wie gesagt, hier macht hier was Sinnvolles, greift auf eine Datei im lokalen Dateisystem zu oder sonst irgendwie, weil schon hättet ihr das Problem, dass wenn ihr hier halt Datenbank Zugriff ändern wollt, dass ihr hier drin anfangen rumfuschen müsst. Also hier Datasource sieht man, ich habe hier meinen lokalen Datenbankserver verwendet. Können eventuell, wenn es bei euch funktioniert, könnte man es auch per Konvention auflösen. Ich weiß nicht, wie die Datenbanken bei euch heißen. Müsst ihr mal schauen. So, neuer Versuch. Wunderbar. Also jetzt kann unser Client beliebig auf irgendwelche Domänen Entitäten zugreifen, ohne oder ja Persistenz Entitäten zugreifen, Entity aus dem Entity Framework zugreifen, ohne dass er explizit sagen muss, hey, nimm die Datenbank. Das hat den Client eigentlich auch gar nichts anzugehen. Das wird in der Infrastruktur per Konvention entschieden, was da das Korrekte wäre. Und man kann das, wie gesagt, alles innerhalb von einem Programmstückchen aufrufen. Ich könnte jetzt auch hier 2 Unit of Works mir holen und dann entsprechend da Daten transferieren von einer Datenbank in die andere. Was wir jetzt nicht haben, ist quasi, wenn wir hergingen auf dieser Unit of Work, die ja jetzt, nachdem ich gesagt habe, Entities Employee,
schon fest verdrahtet ist mit der Northwind-Datenbank. Jetzt können die natürlich im Nachhinein hergehen und so einen Aufruf machen wie, wo haben wir denn die Northwind, die Adventure Works, ich kann ja gerade was aus der Adventure Works aufrufen, da wird es mich jetzt natürlich bügeln. Ja, also wenn wir hier jetzt machen, Test, und Address, ja, dann ist das natürlich gültig. Aber da wird es uns natürlich bügeln. Weil es die Entität nicht kennt. Dafür gibt es mehrere Lösungsansätze. Der eine wäre beispielsweise, dass Unit of Work tatsächlich in der Lage ist, im Untergrund mehrere Datenbanken zu verwalten, sprich man wird intern mit einer Liste arbeiten, dann funktioniert das Ganze weiterhin, dann könnte man tatsächlich quasi Transaktionen oder Commits über die Datenbankgrenzen hinweg durchführen, wenn man das will. Eine andere Möglichkeit wäre in dem Fall in der Infrastruktur, also in unserer Unit of Work, eine Exception zu schmeißen, schon beim Aufruf des Entity, dass hier eben plötzlich jetzt eine Entität angefordert wird, die nicht im Kontext dieser Unit of Work angefordert werden darf. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich werde allerdings eh vor die Unit of Work noch was zwischenschalten. Dazu kommen wir in einem der weiteren Webcasts. Also wie ihr das macht, ist euch überlassen. Wartet vielleicht noch auf den nächsten Webcast, wenn ihr seht, was, sehen wollt, was ich da so mache. Ja, bis dahin gerne Feedback an mich. Ich habe es gestern im letzten Webcast schon gesagt. Wenn ihr Fragen habt, einfach durchschreiben. Der Code ist wie gesagt online in meinem Repository.